Alles ist wieder super zu Wochenbeginn. Die Umsätze sind so dünn, dass man praktisch jeden Aktienkauf mit der puren Hand abzählen kann. Macht aber nichts. Hauptsache, wir haben Brexit-Optimismus, wir haben Handelskrieg-Optimismus und ansonsten herrscht so ein bisschen geistige Leere. Man wartet schlichtweg auf das, was jetzt in den nächsten Tagen kommt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Alleine morgen werden 4 Dow Jones-Konzerne berichten. Am Mittwoch dann Boeing, Caterpillar. Dann folgen Amazon, folgen Microsoft, also dann geht es richtig zur Sache. Heute, das war so eine Art Vorspiel. Wie gesagt, die Umsätze, die sind in den USA an der Wall Street kaum messbar. Das ist wirklich ein ziemliches Desaster, wenn man so will. Aber warum sollen sich die Leute aus dem Fenster lehnen? Denken Sie sich, wir warten erstmal ab. Aber es herrscht eben dieser positive Grundton. Und gerade wenn die Umsätze gering sind, dann steigen die Aktienmärkte meistens. Heute wieder so ein Mini-Plus, etwas stärker die Tech-Werte, heute stark wieder die Bankenwerte. Das ist das, was sich abgezeichnet hat durch Versteilung der Zinskurve. Wollen wir uns vielleicht gerade mal als erstes anschauen. Schauen wir uns mal hier die Zinskurve an in den USA. Wir sehen die dreimonatige Anleihe leicht nach unten, respektive die Anleiherendite 1,669. Wir sehen dagegen die 10-jährige US-Staatsanleihe steigt weiter 1,794. Hier geht die Rendite nach oben, bei den ganz kurzen Anleihelaufzeiten geht die Rendite nach unten. Das bedeutet, die Zinskurve versteilt sich immer weiter. Das ist schick für die Banken, denn da funktioniert plötzlich die Fristentransformation wieder. Und schauen wir uns mal eben diese Bankenwerte an. Da sehen wir hier die Relation zwischen S&P 500 und dem Bankenindex BKX. Immer im Abwärtstrend gewesen, lange, lange ging es nur nach unten seit Anfang 2018. Jetzt sind wir dabei, da auszubrechen. Heute die zwei der Top-Performer im Dow Jones sind Goldman Sachs und JP Morgan, also die US-Banken. Was haben wir noch? Wir haben natürlich Handelskrieg-Optimismus. Hier zwei Aussagen. Trump sagt, Trade Deal with China coming along very well. Der Mann braucht jetzt gute Nachrichten, nachdem das mit Syrien so ein bisschen schlechte Presse gegeben hat. In den USA war auch nicht so richtig schlau. Die Stellung Irans, Russlands in dieser Region ist deutlich verbessert, die Stellung der Amerikaner geschwächt, nachdem man einen treuen Verbündeten hatte fallen lassen. Und auch Larry Kudlow hat gesagt, naja, wenn es diese Phase 1 gut läuft mit China, dann müssten wir vielleicht im Dezember die Zölle nicht anheben. Und das hat die Märkte gefreut gar sehr. Wir sehen hier, Bums, ging es gleich mal über die 3000er Marke bei den S&P Futures, das sind die Töne, die man an der Wall Street hören will. Nun sagen manche, naja, okay, irgendwie habe ich diese Headline vielleicht schon mal gehört. Ja, wenn Sie das im Oktober 2018 schon mal gehört haben oder auch im Oktober 2017, da hieß es auch, Verhandlungen mit China laufen super. Aber Hauptsache auch in 2019 laufen sie super. Dass wir inzwischen ein paar Zöllchen haben, ist nur eine kleine Nebenwirkung, eine kleine Nebenerscheinung, die nicht weiter relevant ist. Wir haben dann natürlich auch Optimismus in Sachen Brexit. Und das, obwohl dieser junge Mann, der immer oder ruft, wenn die britischen Parlamentarier zu laut sind. Ein absoluter Klassiker inzwischen, der will ja eigentlich aufhören oder wollte aufhören am 31. Oktober. Das ist John Bercow, aber er macht vielleicht noch bis zum Legislaturende weiter, bis zum Ende der Legislaturperiode. Heute jedenfalls hat er erstmal gesagt, ist nichts mit Abstimmung. Das ist genau das Gleiche, was ihr am Samstag abstimmen wolltet. Dementsprechend wird das nicht passieren. Jetzt wird Johnson seinen Deal vorstellen, den er mit der EU ausgehandelt hatte. Jetzt kann man dann möglicherweise morgen darüber abstimmen, aber so sicher ist die ganze Geschichte nicht. Das ist nach wie vor offen, aber gleichwohl sind die Märkte extrem optimistisch und lassen sich auch nicht stören von Headlines wie zum Beispiel die von Goldman Sachs, die sagen, naja, guckst du, wir werden deutlich weniger Buyback sehen, Aktienrückkäufe sehen, 161 Milliarden waren es in dem dritten Quartal, im zweiten Quartal 18% weniger schon als im ersten Quartal und 17% weniger als im Vorjahresquartal. Also das geht so ein bisschen zurück mit den Buybacks, das ist keine so wirklich gute Nachricht. Insgesamt würden die Firmen in den USA weniger Geld ausgeben, weniger investieren. Das ist eben der Trend. Und schauen wir uns eben jetzt mal an, was hier in den letzten Jahren gelaufen ist. Ich hatte diese Grafik heute Morgen schon gezeigt. Absolut wichtig, absolut zentral, dass die Buybacks funktionieren. Wir sehen, dass gerade die Tech-Werte, ja wie hier die FANG-Aktien, da ganz prominent waren. Microsoft will ja nochmal 40 Milliarden Dollar, glaube ich, in Buybacks investieren. Der Aktienkurs läuft auch ganz ordentlich, aber nicht so wirklich ordentlich bei Amazon, die in dieser Woche berichten wird. Wir sehen Apple heute wieder
ein neues Allzeithoch, wenn ich mich nicht täusche. 239, 240 waren wir da. Facebook läuft so okay, Netflix ist unter Druck, Google läuft gut. Das ist so ein gemischtes Bild. Also bei den Tech-Werten schauen wir uns vielleicht noch folgende Grafik an, wo es weniger gut läuft. Das ist Boeing. Die Aktie jetzt schon über 13, 14% im Minus. Alleine im Oktober, heute wieder teilweise fast 5% im Minus, nachdem immer klarer wird, dass Boeing da es nicht so ganz genau genommen hat mit der Sicherheit, sondern eben vorwiegend versucht hat, hier Kosten zu sparen und eben jetzt interne Mails bekannt wurden, die genau das zu belegen scheinen. Es gibt Ärger offenkundig mit der Flugaufsicht FAA, dementsprechend eben auch der Dow Jones heute ein bisschen schwächer. Den wollen wir uns gleich mal anschauen. Da ist er aktuell, 26.815 Punkte, die Charts wie immer von Capital.com. Und wir sehen, dass hier eben dieser Enthusiasmus nicht so vorhanden ist. Deutlich besser heute etwa der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex in den USA. Da sind viele lokale, kleinere Banken drin, die laufen jetzt richtig gut. Wir sehen, Tech läuft auch anständig. Wir sind hier bei 7.929. Wir sehen den S&P bei 3.200 und knapp 3 Punkte. Es ist nicht wahnsinnig viel Bewegung. Wir haben hier eine relativ enge Range schon seit Tagen. Wenn wir das mal im größeren Zeitfenster uns angucken, das ist hier ein 30-Minuten-Chart, dann sehen wir, dass wir hier mit kleinen Rücksetzern dann immer noch an dieser 3.000er-Marke kleben. Da sind wir schon gefühlt seit Ewigkeiten. Der DAX aktuell bei 12.742 Punkten, nach einem Freudensprung heute wieder dann etwas zurückgekommen, nicht so nachhaltig jetzt nach oben, aber eben auch kein Druck nach unten. Der Euro hält sich bei 1,1155, die goldene Zeit des Dollars ist wohl vorbei. Apropos Gold, hier sehen wir das gelbe Metall, das aktuell bei 1486 handelt, aber es gibt manch Hinweis darauf, dass Gold bald einen Schub nach oben machen dürfte, jetzt sozusagen schlichtweg überkauft war in letzter Zeit. Dann kommt dieser Rücksetzer, der charttechnisch und indikatorentechnisch Sinn macht. Hier sehen wir das amerikanische Crude Oil, das ähnlich bewegt ist wie der gesamte Markt heute. Relativ wenig, es ist dünn, es ist mau, man wartet ab schlichtweg, weil schlicht die wichtigen Dinge dann erst kommen werden. Und ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.